Naturwissenschaftliches Argumentieren erfährt eine immer stärkere Bedeutung in der letzten Zeit in der Naturwissenschaftsdidaktik. Das heißt, der Wunsch, Schülern beizubringen, wie argumentiert wird. Deshalb möchte ich in diesem Video auf die Bedeutung des Argumentierens im Physikunterricht eingehen. Ich möchte Ihnen kurz theoretische Konzeption und Analysemöglichkeiten vorstellen bezüglich von Argumentationen. Ich möchte Ihnen Beispiele von Lernsituationen geben, in denen argumentiert wird, und ganz kurz einen kleinen Einblick verschaffen in die aktuelle Forschung zum Argumentieren in der Naturwissenschaftsdidaktik. Warum spielt Argumentieren so eine große Rolle? Zunächst, um das auszuführen, möchte ich unterscheiden zwischen Argumentieren und Erklären. Erklären hat das Ziel, ein tieferes Verständnis zu entwickeln, zum Beispiel für ein beobachtetes naturwissenschaftliches Phänomen. Also ein Lichtbündel wird an einer Grenzfläche, zum Beispiel von Luft und Wasser, gebrochen. Ja, das zu Erklärende ist zweifelsfrei wahr und zu erkennen. Und jetzt wird unter Umständen mit Hilfe von Modellen versucht, eben dieses Phänomen, mein Beispiel die Brechung, eben zu erklären. Wie unterscheidet sich das jetzt von dem, was man argumentieren nennt? Beim Argumentieren geht es um das Rechtfertigen einer Behauptung in einer Überzeugungsabsicht. Eine Behauptung oder Claim soll anhand von Evidenzen eben gerechtfertigt werden. Ein Argument ist mit einer Unsicherheit verknüpft. Argumente können genutzt werden, um die beste Erklärung in Anführungsstrichen zu bestimmen. Das heißt, beim Argumentieren liegt sowas wie eine strittige Situation vor. Das unterscheidet das Argumentieren von Erklären. Was könnte denn jetzt so eine strittige Situation sein für Schüler? Zum Beispiel, wenn sie sich ein Pendel ansehen, wie ich es hier zeige, wäre es eine strittige Situation zu fragen, hat die Masse, die ich hier angegangen habe, hat die einen Einfluss auf die Dauer der Schwingung, also auf die Schwingungsdauer? Wenn ich das Ding jetzt also mal anschubse und eine Runde pendeln lasse, ist die Frage, hat die Masse einen Einfluss auf die Dauer für eine Schwingung hin und her? Als Physiker ist einem das klar, dass die Masse keinen Einfluss hat, aber rund 90% der Schülerinnen und Schüler, die wir befragt haben, glauben, dass die Masse einen Einfluss hat. Also liegt für Schüler hier eine Art strittige Situation vor. Es ist erstmal nicht klar. Und jetzt ist praktisch die Aufgabe, jetzt muss argumentiert werden für oder wider einer bestimmten Behauptung. Osborne macht deutlich, warum Argumentieren im Unterricht so wichtig ist. Fundamentally, sagt er, science is about building new ideas. Deciding on which ideas are best, however, requires argument. Arguments about whether the ideas are supported by evidence, arguments about the nature of the experimental tests and their validity, or arguments about the interpretation of data. Arguments are thus central to what it means to do science. Ganz bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Frage der Evidenz für eine Behauptung, das heißt, Evidenzen zu finden und Behauptung eben mit Evidenzen zu stützen. Das kann man in diesem Modell, das ich nur ganz kurz anreißen will, nochmal zeigen. Es geht also um Phänomene in der wirklichen Welt und um Theorien, und das Argumentieren vermittelt jetzt also zwischen den Theorien, entscheidet zwischen den Theorien und zum Beispiel Daten oder Beobachtungen, eben Evidenz, die man in der realen Welt beobachtet oder eben feststellen kann. Warum argumentieren? Dafür gibt es im Unterricht gibt's verschiedene Gründe, die kann man einmal normativ benennen. Das ist zum Beispiel das Bildungsziel Scientific Literacy. Schülerinnen und Schüler sollen eben Aussagen bezüglich naturwissenschaftlicher Inhalte evidenzbasiert treffen können, zum Beispiel durch eine Argumentation zu begründen. Hier fehlt natürlich noch ein F, das füge ich mal hier schnell ein. Was gibt es noch für normative Gründe? Die Bildungsstandards. Die Bildungsstandards in Deutschland jedoch,
zeigen auf das Argumentieren nur implizit. Es gibt den Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung, darüber hinaus natürlich auch Bewertung. Da stehen Dinge drin, die sehr nah daran am naturwissenschaftlichen Argumentieren sind. Etwas expliziter ist es in den US-amerikanischen Bildungsstandards formuliert. Arguing from Evidence ist nämlich ein Kernverfahren in den Naturwissenschaften über die verschiedenen naturwissenschaftlichen Domänen hinaus und erfährt dort eine ganz zentrale Bedeutung. Es gibt aber auch fachdidaktische Gründe. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Argumentieren konzeptuelles Verständnis fördert. Also Argumentieren geht eben tiefer als eben nur Fakten lernen, sondern man kann einen kritischen Diskurs erlernen, der eben nah dran an einem konzeptuellen Verständnis liegt. Und es gibt Hinweise dazu, dass Argumentieren eben auch einen Einblick in ein angemessenes Bild über die Natur der Naturwissenschaften vermittelt. Also zum Beispiel die Vorläufigkeit von Ergebnissen in der Naturwissenschaft, die eben durch neue Ergebnisse, neue Evidenzen und Argumente unter Umständen in Frage gestellt werden. Wie ist jetzt ein Argument aufgebaut? Ich habe Ihnen hier eine ganz einfache Darstellung auf Basis von Toulmin mal mitgebracht. Also in einer ganz einfachen Darstellung wäre an einer Seite der Claim, also eine Behauptung. Dann gibt es eben die Evidenzen, Daten, das können Messdaten sein, Beobachtungen sein. Und dann gibt es die sogenannte Schlussregel, auch Reason genannt. Das heißt, wie führt logisch ein bestimmtes Datum oder eben Fakten, die ich finde, wie führen die über eine Schlussregel zu einer Stützung oder einer Widerlegung einer Behauptung? Das klang jetzt alles sehr abstrakt, deshalb will ich mal ein Beispiel einfügen. Nehmen wir doch gleich nochmal unser Pendel von eben. Vergrößern der Pendelmasse bewirkt, dass die Schwingungsdauer größer wird, kleiner wird oder eben, wie es physikalisch richtig ist, gleich bleibt. Nehmen wir an, das sei die strittige Situation in einem schulischen Unterricht. Und dann, was wäre jetzt Evidenz? Klar, man könnte in diesem Fall hingehen und für unterschiedliche Pendelmassen eben Schwingungsdauern bestimmen in einem Experiment. Und die müssen natürlich hinreichend genau sein. Das heißt, ich kriege hier eine ganze Reihe von Daten aus Experimenten. Wie ist jetzt die Schlussregel? Wie komme ich jetzt sozusagen von diesen Daten auf die Behauptung zurück? Das wäre in diesem Fall die Überlegung, da sich die Schwingungsdauern aus den Daten der verschiedenen Massen und der Berücksichtigung der Unsicherheit nicht unterscheiden, kann gefolgert werden, dass die Masse wohl keinen Einfluss auf die Schwingungsdauer hat. Das wäre dann die Schlussregel. Das ist ein ganz vereinfachtes Schema für den Aufbau eines Argumentes, eines einzelnen Argumentes. Das Toulminsche Modell geht darüber natürlich noch ein bisschen hinaus, indem Einschränkungen eingefügt werden. Das finden Sie aber alles an der Originalquelle. Mir reicht hier der etwas einfache Blick auf die drei Elemente eines Argumentes. Ich will darüber hinaus noch sagen, dass man natürlich das, was nach Toulmin hier gerade eben dargestellt wurde, eine schöne Möglichkeit ist, die Struktur eines Argumentes zu analysieren, also zu schauen, gibt es in dem Argument überhaupt eine Behauptung, werden Daten herangezogen, gibt es überhaupt eine Schlussregel. Ja, das ist natürlich eine sehr eingeschränkte Sicht, nur die Struktur sich anzusehen, denn die sagt nichts über die Richtigkeit des Inhalts aus. Ja, sagt auch nicht aus, wie viele dieser Argumente herangezogen werden für eine Behauptung. Deshalb kann man natürlich auch die inhaltliche Analyse machen, das heißt aus dem fachlichen Korrektheit, aus wissenschaftlicher Perspektive ein Argument ansehen. Und es gibt auch Analyseverfahren, die gucken sich jetzt im Detail eben diese Schlussregel, die Begründung an, wie werden die Behauptungen innerhalb eines Argumentes im Detail gestützt. Da schaut man praktisch auf einen Teilbereich in diesem Toulminschen Schema, nimmt aber den Blickwinkel aus dem Inhalt rein und schaut, bewertet Argumente, wie inhaltlich stark sie sind. Letzten Endes macht das natürlich auch Sinn, denn die inhaltliche Korrektheit eines Argumentes ist natürlich ganz wesentlich. Aber zusammen mit der Analyse nach Toulmin kann man damit im Unterricht ganz gute Gelegenheiten schaffen, eben Argumentationen zu konstruieren. Ich will das mal anhand eines Beispiels aufzeigen, wo auch gleich mitschwingt, welche Schwierigkeiten Schüler haben. Wir haben hier
Eine Situation, ein Thermometer, wird in die Mitte von drei verschiedenen Schaumstoffblöcken gesteckt. Rechts sehen Sie auch nochmal das Experiment dazu, was wir mit Schülern durchgeführt haben. Die Frage ist jetzt an die Schüler, welchen Einfluss hat die Dicke dieser Ummantelung auf die Temperatur, die das Thermometer anzeigt? Es gibt die drei Möglichkeiten. Ja, Vergrößern des Schaumstoffblockes, also Vergrößern der isolierenden Schicht, bewirkt, dass das Thermometer höhere Temperatur anzeigt, die gleiche oder eine tiefere. Nun antworten sehr viele Schüler auf diese Frage, ja, je größer der Schaumstoffblock, desto höher die Temperatur. Und jetzt kann man sich mal anschauen, wie wird denn ein Argument für diese Behauptung formuliert? Da findet man zum Beispiel, weil dann mehr Masse da ist, die die Wärme gefangen hält. Oder, ja, das wäre so eine Frage, so ein Bezug auf eine Theorie, die irgendwie von den Schülern entwickelt wird, aber nicht weiter begründet wird. Oder ein Schüler doch sagt, aus dem Bauchgefühl heraus, dann wäre sowas wie Intuition, die da eine Rolle spielt. Ja? Oder da der Schaumstoffblock sehr dick ist und sehr viel Wärme im Schaumstoffblock drin ist, erhöht sich die Temperatur. Auch da steckt so was wie eine Theorie drin. Dann gibt es einen Schüler, der sagt, weil in einem kleineren Würfel waren es 22,1 Celsius oder 22,2 und im größeren waren es 22,3, also steigt die Temperatur mit der Dicke des Materials. Ja, hier wird auf die Daten zurückgegriffen, die Daten eben als Evidenz genommen. Nun kann man sich natürlich auch hier ganz gut vorstellen, dass im Rahmen der Messunsicherheiten die Aussage, dass die Temperatur mit der Dicke des Würfels steigt, natürlich sehr kritisch zu sehen ist. Aber zumindest wird hier mit Evidenzen argumentiert, wenngleich die Qualität der Daten bei den Schülern unberücksichtigt bleibt. Das findet man auch noch mal in diesem Beispiel. Hier waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, das einfache Pendel selbst experimentell durchzuführen und den Zusammenhang, welche Abhängigkeit hat die Masse oder die Schwingungsdauer von der Masse. Hier hatten Schülerinnen sehr sorgfältig für drei verschiedene Massen eine Messreihe jeweils durchgeführt und wir haben das mal dargestellt, die Ergebnisse mit den Unsicherheiten für die Masse, einmal eben hier links auf der Seite mit dem 50 Gramm genommen wurden und dann wurde die Schwingungsdauer bestimmt, dann für 100 Gramm und schließlich eben für 150 Gramm. Und als Physiker mit dem Blick auf diesen Datensatz würde man sagen, okay, im Rahmen der Messunsicherheiten sind die Schwingungsdauern ja ziemlich gleich. Das heißt, eine Massenabhängigkeit konnte hier nicht festgestellt werden. Die Schülerin argumentiert auch mit Daten als Evidenz. Sie kann aber die Qualität der Daten nicht beurteilen. Durch die Tatsache, dass sie verschiedene Werte gemessen hat für die Massen, das heißt die schlichte Tatsache, dass die Zahlen verschieden sind, sagt sie, ich glaube nicht, dass das genau ist und verwirft sozusagen die Gültigkeit ihrer Messung. Das zeigt, dass Schülerinnen und Schüler einmal Daten ignorieren und mit Theorien argumentieren, obwohl sie vorher experimentiert haben. Das waren die Beispiele zu dem Thermometer, die ich am Anfang genannt hatte. Oder aber große Schwierigkeiten haben, die Qualität der Daten zu beurteilen. Also keinen Einblick in Unsicherheiten haben oder eben statistische Schwankungen nicht beurteilen zu können. Argumentationen sind oft nur kurz, das zeigt sich auch in empirischen Untersuchungen und strukturell von sehr geringer Komplexität. Das heißt, hier ist oftmals den Schülern den Aufbau oder der Aufbau von Argumentationen, im einfachsten Fall, wie ich es dargestellt habe, durch das Schulmin-Thema-Schema, nicht wirklich deutlich geworden. Die Koordination von Daten und Hypothesen ist schwierig. Ja, also selten wird eben erklärt, warum die Daten eine Hypothese stützen. Das heißt, die Schlussregel wird nicht angegeben. Natürlich ist Argumentieren schwierig. Es gibt eine Menge Studien, die zeigen, dass es schwierig auch zu vermitteln ist und dass auch das ein ganz langfristiger Prozess ist. Und dazu brauchen natürlich auch die Lehrkräfte genügend Erfahrung, Beispiele und eben auch Schulungsmöglichkeiten, das Argumentieren in dem Unterricht zu verankern. Und das geht meines Erachtens nur, indem man eben die Struktur und die Bedeutung des Argumentierens eben explizit vermittelt und auch übt. Wie das passieren kann,
Das gibt es viele Beispiele dazu. Ich will Ihnen hier am Schluss noch eins nennen. Schaffen Sie Argumentationsanlässe. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Eigentlich brauchen Sie nur eine fachliche, strittige Situation, die Sie irgendeiner Form konstruieren können. In diesem Beispiel nehmen Sie zwei konkurrierende Theorien. Theorie 1: Lichtbündel werden vom Auge ausgesendet und sorgen dafür, dass wir sehen können. Theorie 2 sagt, nein, ist anders. Lichtbündel werden von einer Quelle ausgesendet und fallen ins Auge, sodass wir sehen können. Und jetzt ist die Aufgabe für die Schüler, welche der folgenden Fakten oder Evidenzen sprechen für die Theorie 1 oder für die Theorie 2? Oder für keine oder für beide? Und jetzt werden Evidenzen gegeben und Schüler müssen eben diese Zuordnung machen. Evidenzen wie Licht breitet sich geradlinig aus, wir können auch nachts sehen, wenn die Sonne nicht scheint, Sonnenbrillen werden getragen, um die Augen zu schützen. Wenn es kein Licht gibt, können wir nicht sehen. Wir sprechen von etwas, davon etwas in den Blick nehmen oder einen Blick auf etwas werfen. Und die letzte Aussage, man muss auf etwas blicken, um es zu sehen. In der Quelle, die ich genannt habe, gibt es noch weitere Beispiele, wie Sie im Unterricht Möglichkeiten schaffen, dass argumentiert wird. Und ich glaube, diese Beispiele sind sehr aufschlussreich und können tatsächlich dafür sorgen, dass durch das Argumentieren naturwissenschaftliche Konzepte tiefer verstanden werden können. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen Gründe zu nennen für die Bedeutung des Argumentierens im Unterricht. Ich habe versucht, theoretische Konzeptionen und Analysemöglichkeiten darzustellen, wie das Toulmin-Schema oder die inhaltliche Analyse. Ich habe Beispiele genannt, wo eben strittige Situationen auftauchen, die Anlässe sind fürs Argumentieren. Ich hoffe, mit ein paar Bemerkungen eben auch angedeutet zu haben, wie die aktuelle Forschung zum Argumentieren in der Naturwissenschaftsdidaktik ist. In diesem Sinne empfehle ich, schaffen Sie Argumentationsanlässe für naturwissenschaftliches Argumentieren. Am Ende noch ein paar Literaturhinweise fürs naturwissenschaftliche Argumentieren.